Ich erinnere mich, ist noch nicht so lange her, da haben wir hier, der Colin und ich, Samba de Amigo vorgestellt. Und heute, O-Ton, kommt einer unserer Redakteure in die Redaktion und meint so, du machst jetzt auch gleich mit bei Samba de Amigo. Ich so, echt, mach ich? Wir haben heute in der Redaktionskonferenz darüber gesprochen, es sah so lustig aus, wie du das letzte Mal gemacht hast. Ja, du hast ja Samba im Blut, wissen ja viele gar nicht, ne? Ich kann halt auch nichts dafür, dass wenn erstmal dieser Rhythmus beginnt, ne, dann wackelt's jedes Molekül, deshalb muss ich direkt rüber und mit den Rasseln schwingen und ich höre sie schon. Ja. Dauert auch nur 15 Minuten, also dranbleiben. Was? Der Dreamcast oder die Dreamcast oder das Dreamcast, wie man auch immer, man weiß gar nicht so genau. Nee. Viele sagen, glaube ich, die Dreamcast, was hast du gesagt? Ich habe die gesagt, eigentlich habe ich mir vorgenommen, keinen Artikel zu sagen, sondern einfach nur Dreamcast zu sagen. Aber es ist mir nicht gelungen. Dann bin ich ab und zu ins Die abgerutscht. Ich glaube, die offizielle Version ist tatsächlich auch einfach sagen Dreamcast, ohne irgendwas. Ich sage immer der, ist aber auch ganz egal. Ja. Aber das Thema hatten wir schon häufiger. Dreamcast gab es jede Menge schöne Spiele, vor allem von Sega. Eins davon war Samba de Amigo. Eins der sehr, sehr frühen, aber gleichzeitig sehr, sehr pfiffigen Musikspiele, die damals für den Dreamcast erschienen sind. Das kommt dieser Tage für die Nintendo Wii raus. Wir hatten es ja schon mal und da haben wir es gezeigt, ohne diesen herrlichen Rasselaufsatz. Das Ding hier stammt aus dem Hause Spiegel und kann natürlich erworben werden vom potenziellen, sagen wir mal, der Amiga-Fan. Ein Pack besteht aus zwei von diesen Rasseln. Man klemmt da einfach den Controller rein. Ist ganz, 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 ganz einfach. Also meistens zumindest. Und kann diesen Kopf hier vorne auch abschrauben. Und das ist nämlich auch total nötig, denn hier kommen wir zum einzigen wirklichen Nachteil dieses Geräts. Hier ist ja der Sensor. Und mit dem ist man ja quasi mit der Sensorbar verbunden. Ja. Wenn ich jetzt diesen Kopf hier draufschraube, um zu rasseln, dann ist es ja unterbrochen. Dann habe ich entweder die Möglichkeit, das Ding wieder rauszunehmen, wobei ich immer auf den B-Knopf komme, weil wenn man hier hinten drauf guckt, da ist das einzige Ding, um das rauszuholen. Oder ich schraube den Kopf ab. Ist also ein bisschen unpraktisch für den exzessiven Gebrauch. Ja, aber Moment, das habe ich nicht verstanden. Also funktioniert es jetzt mit den Rasseln oder nicht? Es funktioniert mit den Rasseln, aber wenn du irgendwas in dem Menü machen willst, zum Beispiel pointen, okay, dann musst du es immer rausnehmen. Genau. Das war vielleicht ein bisschen missverständlich von dir erklärt. Das hätten die so mit so einem Mechanismus, liebe Freunde von Speedlink, in der Version 2.0, so zum Klappen, weißt du, so klapp, tick, klapp. Ist leider ein bisschen noch ein Patent an übrigens dafür. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie sich gesagt haben, wir machen das erstmal in so einer kleinen, etwas günstigeren Variante, weil es natürlich nur für ein Spiel erstmal raus ist. Das hat es dafür aber in sich. Aber ich würde einfach vorschlagen, wir gehen erstmal ganz kurz ab in die Werbung, bevor wir dann im Detail auschecken, wie gut diese Dinger wirklich sind. So, wir sind schon wieder mitten im Rennen bei Samba de Amigo. Wir haben mittlerweile alle notwendigen Einstellungen gemacht. Und ich würde sagen, wir wagen erstmal ein normales Spiel. Ich spiele normal. Dann mach ich auch normal. Du machst schon normal? Oh, ich glaube, ich habe was für den schwer gemacht. Ja, schwer ist ja nie verkehrt. Du willst ja auch die Herausforderung. Kann ich einen Zufallssong machen? Nee. Wir gehen mal runter. Gucken wir uns mal ein bisschen durch die Chat. Vielleicht können wir das noch ein bisschen lauter im Studio haben. Damit die Stimmung... Ja. Ja, hier, das kann ich. Papa, das Mambo? Ja. Ja. Willst du machen? Das ist gut. Gut, jetzt schnell wieder aufschieben, denn erst jetzt brauchen wir den Pointer hoffentlich nicht mehr. Das heißt natürlich auch aufstehen. Nee, es ist halt noch nicht. Es ist halt noch nicht. Oh, ich bin verkabelt. Nein, doch nicht. Huh. Macht doch mehr Spaß, wenn es atmet, ne? Auf jeden Fall. Wenn du es nicht absprichst, kommst du hier. Goes
Das macht wirklich Spaß, und oder? Anstrengend. Ein bisschen so, da gibt es auch die Kalorienmodus. Ich meine, dass die Erkennung noch nicht so ganz perfekt, das hatten wir letztes Mal schon bemängelt. Aber mit den Rasseln macht auf jeden Fall mehr Spaß, weil man einfach mehr Widerstand hat, ne? Boah, das ist geht aber ab hier. Boah, was? Boah, was ist hier los? Jetzt Posen! Jawohl, zwei haben es hingekriegt.